Was ist die Idee der Stele? Was war der Auslöser für diese Aktion? Also in Berlin ist an einem ganz besonderen Platz, ganz direkt am Bundestag, sind 19 wunderschöne, riesige Stelen hingestellt mit dem Artikel 1 bis 19. Das sind riesige Glasstelen, 3 Meter hoch, 1,70 Meter breit. Und in das Glas eingelasert ist der Text von Artikel 1 bis Artikel 19. Das ganze Ding heißt Grundgesetz 49. Und es ist wunderschön. Auf der einen Seite arbeiten die Politiker, auf der anderen Seite ist der öffentliche Raum. Und die Verbindung zwischen beiden ist gewissermaßen transparent das Grundgesetz. Also einen schöneren Gedanken für ein Kunstwerk in dieser Richtung kann man gar nicht finden, dass die Politik transparent durch das Grundgesetz mit dem öffentlichen Raum verbunden ist. So. Wir selber haben uns schon sehr lange mit dem Grundgesetz beschäftigt und als wir da vorbeigegangen sind und die Schönheit genossen haben, waren wir total erstaunt darüber, dass der Artikel 20 fehlt. Und das Problem mit Artikel 20 ist, Artikel 1 bis 19 sind die Grundrechte. Die Grundrechte sind unsere Rechte, also die Würde des Menschen ist unantastbar, die zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt, erster Artikel. Artikel 2, Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und dann geht das weiter mit Religionsfreiheit und mit Pressefreiheit und mit Freiheit vor staatlicher Bewachung und alles, diese ganzen Sachen sind da alle drin. Und die sind unsere Rechte. Die gehören gar nicht in dem Sinne zum Grundgesetz dazu, sondern die sind gewissermaßen die Basis, auf denen das Grundgesetz aufgebaut ist. Man muss sich das vorstellen wie Schloss Neuschwanstein. Unten hast du die Felsen und oben drauf ist das Schloss Neuschwanstein gebaut. Und die Besonderheit am Grundgesetz ist, dass aus den Menschenrechten selber die Staatsstruktur gehoben ist. Das ist die einzige Staatsstruktur der Welt, die ausschließlich aus Grundrechten gehoben ist. Das ist eine absolute Besonderheit und das sieht man dann sofort. Das ist Artikel 20, in dem das gehoben ist. Artikel 20 hat im Grundgesetz denselben Rang wie Artikel 1. Die beiden sind absolut unantastbar. Die haben Ewigkeitsgültigkeit als einziger Artikel. Alle anderen sind verhandelbar, die beiden nicht. Jetzt muss ich, und zwar aus, ich erzähle jetzt den Grund. Die Besonderheit Artikel 20 heißt als allererstes, die Bundesrepublik ist ein sozialer und demokratischer Bundesstaat. Sozial deswegen, weil Artikel 1 die Würde des Menschen unantastbar ist. Unantastbarkeit der Menschenwürde geht nur in einem Sozialstaat oder in einem sozialen Staat. Ein demokratischer Staat deswegen, weil in Artikel 2 Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit steht. Das geht nur in der Demokratie. Und so weiter und so fort. Der ganze Artikel ist vollständig nur aus den Menschenrechten gehoben. Und die Besonderheit daran, dieser Artikel ist die Festlegung der gesamten Staatsstruktur. Man nennt ihn auch das Grundgesetz im Kleinen. Der nächste Satz heißt dann nämlich, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und so weiter durchgeführt. Der nächste Satz heißt, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Und so weiter, so geht das durch. Und der letzte Satz heißt, gegen jeden, der es unternimmt, die Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen Recht auf Widerstand. Dieser Artikel ist der Grundstein für alle anderen Artikel bis 146. Also alles, was überhaupt noch im Grundgesetz vorkommt, darüber, wie die Parteien organisiert sind, wie der Staat finanziert wird, wie der Rechtsstaat organisiert ist mit Gewaltenteilung, alles, was überhaupt vorkommt, hängt von diesem Artikel ab. Und wenn irgendetwas diesem Artikel widerspricht, ist es ungültig im Sinne der Verfassung. Jetzt ist der Hammer. Die haben den da nicht hingestellt. Das heißt Artikel 20. Das heißt, Artikel 20 steht da nicht. Das Ding heißt Grundgesetz 49 und Artikel 20 steht da nicht. Und das hat uns unglaublich verwundert. Und wir sind da vorbeigegangen und haben gesagt, das kann doch wohl nicht sein. Und das war ungefähr 2017 oder sowas. Da haben wir uns gedacht, wir ergänzen den. Und dann haben wir gedacht, ja, wann denn? Und dann haben wir gesehen, demnächst, 2019, wird 70 Jahre Grundgesetz gefeiert im großen Maßstab. Und dann haben wir gesagt, okay, und dann machen wir eine richtige Volksbildungsaktion daraus. Und dann haben wir ihn über das ganze Jahr 2018 bis vom 23.05., das ist der Geburtstag des Grundgesetzes, 69. Geburtstag des Grundgesetzes, das heißt das ganze 70. Jahr des Grundgesetzes durch, bis zum 23.05.2019 haben wir ihn geschnitzt, öffentlich geschnitzt.
und permanent in der Öffentlichkeit am Rosa-Luxemburg-Platz und permanent ganz schöne Volksbildung gemacht mit dem Ding. Also immer kamen die Leute vorbei, was schnitzt ihr denn hier? Und dann haben wir das Grundgesetz geredet, haben gesagt, das Grundgesetz interessiert doch keinen. So ein Blödsinn, das ist doch von den Reichen und von den Amerikanern eingesetzt und so weiter und so fort. Und dann haben wir das geklärt, dass diese beiden Artikel wichtig sind und nichts weiter. Nämlich der erste ist die Menschenrechte und der zweite ist die aus ihnen gehobene Staatsstruktur. Unser Satz heißt immer, Menschenrechte ohne eine Staatsstruktur, ohne eine aus ihnen gehobene Staatsstruktur, sind ein leeres Versprechen. Eine Staatsstruktur ohne Menschenrechte ist eine Diktatur. Die gehören deswegen unbedingt zusammen. Das ist der Punkt. Und das haben wir dann gesagt. Und dass das die Besonderheiten ist und alles andere, was ist, ist wandelbar und veränderbar und verbesserbar. So diese Geschichte. Und dann haben die Leute alle gesagt, ey, ist ja geil. Und ganz viele haben so unsere Flyer mitgenommen und zu Hause aufgestellt und so weiter und so fort. Und dann haben wir es aufgestellt zum Geburtstag, zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes. Eine riesige Platte aus, also eine Stele aus Holz. Der Text ausgeschnitten, sind fast 500 Buchstaben. Und mit Gold, mit purem Gold vergoldet. Das Holz ist Buche. So, aus Buche. Und dann kam sofort die Polizei und wollte es wegräumen. Es war ein Phänomen. Dann kam die Polizei und wollte das Ding wegräumen. Wir hatten keine Genehmigung. Für uns war wichtig daran, keine Genehmigung zu haben, wenn die nicht hinstellen, es ist die Aufgabe des Volkes, das zu machen. Da brauchst du keine Genehmigung. Die Polizei und die Politiker sind ja die Diener des Volkes. Ich brauche doch als Souverän nicht von den Dienern die Genehmigung. Das war, deswegen haben wir es ohne Genehmigung hingestellt. Wir haben es übrigens zweimal versucht, Genehmigung zu kriegen. Die erste Mal war, haben sie gesagt, darf man da nicht hinstellen, weil kein Platz wäre für Krankenwagen. Die Stelle ist 12 Meter breit, die Stele ist 1,70 Meter. Es wären also noch 10,30 Meter für einen Krankenwagen, aber in Berlin, die Krankenwagen sind riesig breit. Die hätte nicht durchgepasst. Und das zweite war, man dürfe keine Grünflächen zerstören. Es ist auf einer Straße oder auf einem Weg, da ist kein Grün. So in der Art. Jedenfalls, dann kam die Polizei, um es wegzuräumen und hat dann sofort den THW beauftragt. Und der THW, Technische Hilfswerk, kam dann mit riesigem Equipment, um das Ding wegzuräumen. Kamen, gingen rum, haben sie angeguckt und haben gesagt, können wir nicht wegräumen. Und dann sagt die Polizei, wieso denn das? Geht keine Gefahr davon aus. Das war ein Phänomen. Und dann haben wir gesagt, oh wunderbar, geht keine Gefahr davon aus, können wir hier stehen lassen. Sind wir abends weggegangen und am nächsten Morgen war es weg. Nachts um 12 haben sie es weggeräumt, die Polizei, ohne Genehmigung. Weil es gab dafür, wenn etwas im öffentlichen Raum steht und es geht keine Gefahr davon aus, dann kann die Polizei vielleicht Bußgelder oder irgendwas verhängen, aber sie darf es nicht wegräumen. Das war schon mal widerrechtlich. So, das war der Punkt 1. Dann haben wir sie wieder bekommen, dann haben wir zum 3.10. wieder hingestellt, 3.10. Tag der Deutschen Einheit. Und haben sogar den Präsidenten des Deutschen Bundestages, der ist in diesem Bereich der Hausherr, und das ist der Herr Schäuble, haben wir den aufgefordert oder gefragt, ob er nicht die Schirmherrschaft übernehmen will für diese Aktion bürgerlichen Einsatzes für das Grundgesetz. Und das hat er abgelehnt. Und wir haben gesagt, wir würden Sie gerne, wir stellen Sie hin vom 3.10. bis zum 9.11. 9.11. ist der Mauerfall, der 30. Mauerfall, 9.11.2019, 30. Mauerfall. Für diese Frist wollten wir Sie da hinstellen. Und jetzt hatten wir ja schon ein bisschen die Polizei, haben wir am 3.10. hingestellt. Und die Polizei ist vorbeigegangen, als wäre nichts wäre, mit sturem Blick. Und nachts um 12 kamen sie dann, um sie wegzuräumen. Das hatten wir gut vorbereitet. Ich habe dort übernachtet und so weiter und so fort. Und wir hatten dann Presse und alles da. Wo sie ankamen, haben wir alles unter Flutlicht gesetzt, Presse vorne hingestellt. Und ich habe mich da vorgestellt wie so ein Wächter und habe einfach so in die Ferne geguckt. Unten stand ein Schild, Vorsicht Kunst. Und weil die Presse da war, ist dann die Polizei einfach abgehauen und hat es stehen gelassen. Und dann haben wir es 12 Tage und Nächte bewacht. Inzwischen haben wir den Künstler angeschrieben, der diese Glasstelen gemacht hat, ob er unsere Aktion akzeptieren könnte oder ob es eine Schändung seines Kunstwerkes wäre, die Menschenrechte um die Staatsstrukturprinzipien zu erweitern. Leider haben wir noch keine Antwort bekommen. Und dann haben wir die Bewachung aufgegeben und die haben die Stele weggenommen. Wieder weggenommen.
Und jetzt ist das Problem, dass die Polizei sie vernichten will. Das heißt, die Vernichtung ist nicht nur angedroht, sie ist angeordnet inzwischen. Und zwar der Grund ist, dass wir nicht einsehen, dass sie unberechtigt war. Zunächst hieß es, der Grund wäre, dass wir sie wieder hinstellen. Ich habe geschrieben, dass wir sie nicht wieder hinstellen werden, weil bei dieser Art unwürdigen Umgang ist unserer Politik mit dem Grundgesetz in dieser Form oder mit den Staatsstrukturprinzipien, da ist es nicht berechtigt, die Sache wieder hinzustellen in derselben Form. Und jetzt wird sie vernichtet, weil wir sie es nicht für notwendig oder weil wir es nicht für berechtigt halten, dass sie sie weggenommen haben. Das ist ein toller Grund. Das heißt, um eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung abzuwehren, müsste sie jetzt vernichtet werden. Ja, wir haben jetzt Herrn Schäuble angeschrieben, er möge bitte zu diesem Akt der Kunstvernichtung, der extremen Kunstvernichtung, ein Statement abgeben und wir sind außerordentlich darauf gespannt. Und jetzt am 23.05. ist wieder eine Aktion und da werden wir mal sehen, wie es weitergeht. So vielleicht. Eins hatte ich noch vergessen, das füge ich noch dazu, das kann man, als sie sie weggenommen haben vorm 15., vorm 9.11. Tag 30. Mauerfeier, als sie die da weggenommen haben, haben wir uns bedankt am 9. Und haben uns dahingestellt, nackt am Bundestag, mit dem Wort, hier hat der Staat Artikel 20 weggenommen, Rechtsstaat, Sozialstaat, nicht notwendig. Und dann stand drunter, ohne Rechtsstaat, Sozialstaat und so weiter sind wir alle hilflos und nackt. Und entsprechend haben wir uns nackt dahingestellt. Mitten in die Feierlichkeiten war natürlich ein riesen Polizeiaufgebot. In dem ganzen Bereich darf man gar nichts politisch machen, was nicht vorher genehmigt worden ist. Man kriegt unglaubliche Strafen. Wir haben für nichts bisher in irgendeiner Weise eine Ordnungswidrigkeit oder irgendwas Verfahren nichts gehabt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Jetzt am 23.05. ist wieder eine Aktion und wir sind mal gespannt, was da passiert.